Das Postamt Fussach soll geschlossen werden. Herr Götze von der Post, wieso soll das nun passieren? Bedauerlicherweise hat das Postamt Fussach auch im abgelaufenen Jahr, im Jahr 2010, wieder rote Zahlen geschrieben, ist tief in der Verlustzone. Und deshalb haben wir bei der Behörde im Verkehrsministerium angemeldet, dass wir das Postamt Fussach schließen und einen Postpartner eröffnen wollen. Die Regulierungsbehörde hat doch 2010 verboten, das Postamt zu schließen. Wieso trotzdem? Da hatten wir nur die Zahlen des Jahres 2009 und die Regulierungsbehörde war der Meinung, dass das Postamt Fussach wieder in die schwarzen Zahlen kommen kann. Wir haben jetzt 3 Monate später leider die Geschäftszahlen vom 2010er Jahr und da sind wir wieder tief in der Verlustzone. Wir können dieses Postamt selber nicht weiter betreiben. Wir suchen einen Postpartner. Auf der anderen Seite muss man sagen, höchstens sind es nur 4 Kilometer entfernt mit einer Postgeschäftsstelle. Das heißt, die Versorgung der Bevölkerung ist in jedem Fall gegeben. Gewerkschaftschef von der Post, Herr Mehr, hat allerdings gemeint, dass da die BAWAG dahinter stecken könnte. Können Sie etwas dazu sagen? Nein, es geht einfach darum, dass die Mengen zurückgegangen sind. Wir, unsere Kunden benutzen E-Mail, SMS, Handys und schreiben einfach weniger Briefe. Und das sehen wir leider in den kleinen Postämtern. Und deshalb glauben wir, dass ein Postpartner auch für Fussach die bessere Alternative ist.